Was ich? Was ich? Sag mal, bist du an Schokolade interessiert? Was? Schokolade? Schokolade? Schokolade, Mann. Ich hab hier alles da. Was soll ich denn mit Schokolade? Alter, wohnst du auf dem Mond? Hast du noch nie Schokolade gegessen, Mann? Es gibt nichts Vergleichbares. Das ist das Beste, was es gibt. Ich hab das ganze Sortiment. Ich hab Tafeln, ich hab Riegel, Digga. Ja, aber meine Mama hat gesagt, ich soll nichts von Fremden kaufen. Was? Ja, das geht nicht. Oh Mann. Wie spät ist es? 5:02. Okay. Na, was ist Zeit? Du denkst, es ist ein gutes Geschäft? Na sicher ist es das. Jeder darf unsere Schokolade haben. Besser, wir geben Ihnen unsere Lizenz, als dass Sie machen eine leckere Schokolade. Ich glaube, Sie können bezahlen. Ich hoffe doch, aber nicht für uns, sondern für Sie. Schmeckt es? Ich kann mich nicht beklagen. Nee, man kann das nicht. Sie kommen. Macht euch bereit. Habt ihr jetzt endlich das beste Schokoladenrezept der Welt? Natürlich. Deshalb seid ihr hier. Wir werden uns selbst davon überzeugen. Ja, in Ordnung. Ja, das ist gut. Es macht Spaß, mit euch Geschäfte zu machen. Sicher. Kommt, wir gehen. Betrüger, knallt sie ab! Jungs, schnappt sie euch, sie haben keine Munition mehr. Komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, oder nicht? Schnell, schnell, fahr los, komm, 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 zack, zack, zack. Wo ist Hans? Den hat's erwischt. Ah, Scheiße. Cannelloni hier. Was? Wir haben ein kleines Problem. Was ist los? Die Schokolade ist da. Das Geld gibt es nicht. Die Fralapeses wollten mich betrügen? Den Vincent Cannelloni? Auf jeden Fall haben wir eine von diesen Ratten. Mach sie fertig und bring mir eine schöne Trophäe mit. Natürlich kriegst du eine Trophäe. Nein! Was ist los, ihr Schweine? Luigi, hol die Schokolade.
also, dass ihr Flunnerpieses uns verarschen könnt, hä? Uns, Cannellonis. Irrtum. Na, kennst du unsere schöne Schokolade? Nein, nicht die Schokolade. Oh doch, genau die. Nein. Trophäe für unseren Boss. Nein! Noch vor 10 Jahren aß jeder Deutsche 3 Tafeln Schokolade pro Tag. Die Fettleibigkeit der Bevölkerung stieg darum dramatisch an. Und das Gesundheitssystem war mit den Folgeerscheinungen des daraus resultierenden Übergewichts überfordert. Steigende Arbeitslosenzahlen, soziale Vereinsamung und die um sich greifende Perspektivlosigkeit unterstützten den Griff zur stimmungsaufhellenden, günstigen und damals noch legalen Droge. Heute vor genau 5 Jahren ist es in Kraft getreten, das viel umstrittene und diskutierte Schokoladenverbot in Deutschland. Wir haben uns für Sie einmal umgehört, wie die Geschäftsleute dem Thema heute gegenüberstehen. Diese ganzen Umbaumaßnahmen, die wir treffen mussten, seitdem es keine Schokolade mehr gibt, der Stress, bis wir die Kunden darauf hingewiesen haben oder bis die umgestiegen sind auf Weingummis, das ja, hat alles seine Zeit gedauert und ja, es ist einfach scheiße, dass es keine Schokolade mehr gibt. Die Leute greifen vermehrt zu anderen netten süßen Sachen, auch zu anderen süßen Brotaufstrichen. Honig gibt es ein Riesensortiment. Fruchtaufstriche auch ohne Zucker gibt es ein Riesensortiment. Alles super gesunde Sachen, also Schokolade wurde völlig überbewertet. Das schon mit Zigarettenverbot, jetzt Schokoladenverbot. Also ich bin von der Meinung, ein bisschen Schokoladen bringt Freunde im Leben. Also das ist mir eigentlich egal, weil ich habe schon 50 Jahre Schokolade gegessen. Das hat mir sehr gut getan. Tut mir ja auch leid, aber es soll ja ungesund sein. Dann soll die Jugend mal gesund leben. Schokolade, ich will nicht ohne dich sein. Schokolade, du machst es mir schwer. Schokolade, nichts anderes kann so gut sein. Schokolade, ich will immer mehr. Du schmilzt im Mund und ich fühl mich gut. Kann nicht mehr ohne, du bist in meinem Blut. Schokolade, ich will nicht ohne dich sein. Schokolade, du machst es mir schwer. Schokolade, nichts anderes kann so gut sein. Schokolade, ich will immer mehr. Du schmilzt im Mund und ich fühl mich gut. Kann nicht mehr ohne, du bist in meinem Blut. Guten Tag. Was haben Sie denn dort so da? Ich könnte Ihnen einen Martini, Sex on the Beach oder einen Tequila anbieten. Habt ihr nichts Stärkeres? Sie wollen einen Kakao? Nur? Wir verstehen. Bei FZB TV Extra. Exklusive Einblicke in brisante Themen. Mein Name ist Anke Anders und das heutige Thema ist Schokolade. Fluch oder Segen? Begrüßen Sie heute hier mit mir meinen ersten Gast, Herr Professor Dr. Hasselfeld. Herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Professor Dr. Hasselfeld, Sie haben die Schokoladensucht zu Ihrem Fachgebiet gemacht. Welche Erkenntnisse konnten Sie aus Ihrer Forschung ziehen? Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen das gerne an einem Schaubild erklären. Wurde vor 15 Jahren, als der Pro-Kopf-Verbrauch von Schokolade noch 9 Kilo betrug,
nur geringe Anteile des Wirkstoffs Anandamid gefunden, erhöhte die Industrie den Anteil in einem schleichenden Prozess. Anandamid? Anandamid ist ein mit Marihuana verwandtes Rauschmittel, das erst vor 5 Jahren endgültig verboten wurde. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Sitzung der Schokoladensüchtigen. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Professor Dr. Werner. Hallo Professor Dr. Werner. Einige von Ihnen kenne ich ja bereits, doch sehe ich auch neue Gesichter, leider aber auch wiedergekehrte. Wer möchte denn jetzt mal beginnen? Sandra, wie wäre es mit Ihnen zum Beispiel? Möchten Sie der Gruppe von sich erzählen? Ja. Hallo, mein Name ist Sandra und ich bin Schokoholikerin. Hallo Sandra. Ich bin jetzt seit 5 Monaten clean. Ich war lange eine Sklave meiner Schokosucht, habe meine Kinder vernachlässigt, mich hochverschuldet und den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen, nur um für den nächsten Bissen Schokolade zu leben. Doch als mein Kleiner meine Schokolade gegessen hat und ich ihn dafür geschlagen habe, bin ich aufgewacht. Der Entzug war die schwerste Zeit meines Lebens, aber ich habe es geschafft. Großartig, Sandra! Wir sind alle sehr stolz auf Sie. Kommen wir nun zu Klaus-Dieter. Hallo, mein Name ist Klaus-Dieter. Hallo, Klaus-Dieter. Und ich bin Schokoholiker. Ja, bitte? Hallo, Mimi. Ich bin's. Klaus, ich hab dir verboten, herzukommen. Es ist gefährlich. Ja, ich weiß. Aber ich bin am Ende. Gib mir einfach nur etwas Schokolade und ich bin sofort wieder weg. Ich kann dir keine Schokolade geben. Das Gericht hat euch auf den Zug in der Klinik gesetzt. Wenn du morgen dann nicht clean auftauchst, dann stechen die dich in den Knast. Bitte, zieh es diesmal durch und denk auch mal an Mama. Die ist Krankenversorgerin. Ach ja, Mama, Mama. Immer soll ich nur an sie denken. Wer hat mir denn damals meine erste Schokolade gegeben? Wer ist denn an allem schuld? Das waren andere Zeiten. Da gab es kein Verbot. Also, werd erwachsen und zieh es diesmal durch und geh zurück in die Klinik, bitte. Ach, du willst mir doch gar nicht helfen. Ich bin ja einfach nur peinlich. Scheißegal, keine Ahnung. Tschüss. Nein, sei vorsichtig. Ja, Freunde. Ja. Guck mal an. Ey! Klaus-Dieter, schon wieder so? Was ist denn das? Nein, das ist so ein Missverständnis. Ich wollte sie mir nur anschauen. Die Wahrheit überlassen wir den Paten. Das war schon immer so. Er ist hier das Gesetz. Also ich muss sagen, das Gute ist ja, dass also unsere Kinder jetzt in ihrem kurzen Leben Schokolade jetzt nicht mehr mitgekriegt haben. Ne? Da haben wir drauf geachtet. Einfach. Das ist allein diese Vorstellung. Ja. Unsere Kinder und Schokolade. Ja, ja. Da kommt mir fast die Tränen. Ja, wie unterscheidet sich die Kindheit Ihrer Kinder von Ihrer? Naja, also ich meine, wenn ich jetzt so bedenke, also meine eigene Zeit, das, also ich kann gar nicht verstehen, dass man das zugelassen hat, also dass wir das einfach durften. Es war einfach eine andere Zeit, es war eben normal. Was heißt denn normal? Also ich meine, normal, hat einfach jeder weggesehen oder was? Also ich meine, ich springe ja auch nicht von der Brücke, wenn das andere tun. Ach, ist ja gut, Schatz. Unsere Kinder sind ja jetzt in Sicherheit und wir sind auch raus da. Warte. Ja, das für mich? Es tut mir leid, wieder einmal deine Zeit stehlen zu müssen, aber Klaus-Dieter konnte wieder mal nicht seine Finger von deinem Eigentum lassen. Klaus-Dieter, du wirst mir langsam lästig. Ich hab dir gesagt, du sollst hier nicht mehr herkommen. Du bist ein Süchtiger, okay. Aber du zahlst nicht.
Und das ist schlecht für mein Geschäft. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Und was wäre? Du machst es wie deine Schwester Mimi und arbeitest für mich. Niemals! Dann kann ich auch nichts mehr für dich tun. Nein! Ich will nicht sterben! Nein! Natürlich melden sich auch die Kritiker zu Wort, die eine Abschaffung des Schokoladenverbotes fordern. Nicht zuletzt, weil die Kriminalitätsrate durch das Verbot so stark angestiegen ist. Wir schalten darum jetzt zu meiner Kollegin Anke Anders zur Demonstration vor dem Rathaus. Anke, kannst du mich hören? Kein Bock auf Schokoboykott! Ja, ich höre dich. Wir befinden uns hier auf der Demonstration für Legalisierung von Schokolade. Die Demonstranten hier zeigen deutlich, was sie vom vielgelobten Schokoladenverbot halten. Es sind sogar Kinder unter den Anwesenden. Fragen wir sie doch einmal, was sie dazu sagen haben. Hallo, ist das da etwa ein Überraschungsei? Ist das aus Schokolade? Nein, Schokolade kenne ich nicht. Oh, haben deine Eltern noch nicht damit darüber geredet? Nein, aber mein Lehrer hat gesagt, Schokolade ist Sim. Ich esse die viel gerne Brot. Neben mir steht Karl Kontra. Herr Kontra, was sagen Sie dazu? Das ist ja grauenvoll. Ich halte dieses Schokoladenverbot für absolut übertrieben. Wir haben es hier mit erwachsenen Menschen zu tun, die selber über ihren Körper und die Wirkung von harmlosen Entspannungsmitteln entscheiden können. Und man darf ihnen diese Art der Selbstkontrolle auch nicht verbieten. Sie werden in die Illegalität getrieben und bekommen gleichen Status wie Crack-Junkies oder andere Drogenabhängige. Schokolade ist seit Urzeiten ein Entspannungsmittel und deshalb sage ich, legalisiert die Schokolade. Vielen Dank, Herr Kontra. Und zurück ins Studio. Danke, Anke. Na los! Los! Bitte, lass mich gehen. Bitte. Diese Leier kennen wir schon. Jetzt, mein Kleiner, es ist vorbei. Die süße Versuchung für deinen Tod. Los, mach mal auf! Los, knibbel ihn. Wegen dir mache ich meine Finger schmutzig. Du wirst nie mehr irgendwas erzählen können, bitte schweige denn singen. Denn so süß kann der Tod schmecken. Noch was Letztes zu sagen? Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu den FZB TV-News. Es gibt wieder zwei neue Todesopfer im Schokoladenmafia-Milieu. Muss die Polizei jetzt noch härter durchgreifen? Sollte die Politik das Verbot lockern, um die Süchtigen nicht weiter in die Illegalität zu treiben? Was muss noch alles passieren, bevor endlich gehandelt wird? Aus aktuellem Anlass haben wir dazu eine Sondersendung für Sie zusammengestellt. Wir schalten jetzt live zu unserem Außenreporter Hans Hose in den Südpark. Oh, wir sind ja schon auf Sendung. Also, wir befinden uns hier vor der Fabrikhalle der Firma Meissner. Hier hat vorgestern Nacht ein schlimmes Verbrechen stattgefunden. Ja, und hier neben mir steht Herr Joko Riegel von der Soko Schokomord. Guten Morgen, Herr Joko Riegel. Was ist denn hier vorgefallen? In dieser Halle hat sich eine Schießerei zugetragen. Wir konnten mehrere Kugeln und Blutspuren sicherstellen aus mehreren Waffen. Wir haben eine männliche Leiche gefunden. Dieser Leiche fehlte die Hand und sie war mit Schokolade übergossen. Haben Sie denn schon einen Verdacht, wer die Täter oder der Täter sein könnte? Wir vermuten, dass es sich dabei um einen Mord der Schokoladenmafia handelt. Durch die unnatürliche Haltung der Leiche, wie wir hier auch sehr gut sehen können, gehen wir davon aus, dass die Leiche bzw. das Opfer erstickt ist an Schokolade. Und ja, wir deuten das als Warnung für Feinde mit der fehlenden Hand als Zeichen der Mafia. Vielen Dank, Joko Riegel. Mein Name ist Hans Hose und ich schalte zurück ins Studio. Vielen Dank. Isabella? Ja, warte. Achtet mal ein bisschen mehr auf Mimi. Ich habe keine Lust auf weiteren Ärger. Natürlich, Boss. Wird gemacht. Wie immer. Und jetzt kommen wir zum angenehmen Teil. Ja, Boss. Ruf den Schokoladier. Ja.
Du bist fertig mit deiner Arbeit? Ja. Hier, für Sie. Handgemacht. Wie immer sehr gut. Ja. Leg diese Nachricht dazu und schick das an meine guten Freunde. Ja, bitte. Sind Sie der berühmte Detektiv Luke von Behn? Wer will das wissen? Mein Name ist Mimi Müller, aber Mimi reicht, ich bin's nicht anders gewohnt. Jedenfalls ist mein Bruder vor 3 Tagen spurlos verschwunden. In dem Fall bin ich Luke. Und du solltest der Polizei Bescheid sagen. Das kann ich nicht. Ich habe den Verdacht, dass mein Boss etwas damit zu tun haben könnte. Jetzt wird's interessant. Setz dich. Für wen arbeitest du denn? Ich arbeite für Vincent Cannelloni, auch bekannt als der Schokokönig. Sein Büro ist in der Tanzschule Cannelloni. Du arbeitest für die Mafia? Heilige Schokolade. Kein Wunder, dass du nicht zur Polizei gehen kannst. Ich diele nicht mit Schokolade. Sowas würde ich niemals tun. Ich bin als Sängerin in seinem Club angestellt, aber Leibeigene trifft es vielleicht etwas besser. Solange ich tue, was er sagt, geht es mir gut. Aber ich weiß, dass mein Leben in Gefahr wäre, wenn ich ihn verlassen würde oder wenn ich ihn bei der Polizei anschwärzen würde. Es ergibt sowieso keinen Sinn, weil alle hohen Polizeibeamten bei uns Gast sind. Und ich weiß nicht, wen er noch alles schmiert. Ja, dann halte ich die Polizei auch für keine gute Alternative. Wir müssen also möglichst diskret vorgehen. Ich verstehe. Schon meine Mutter hat mich vor der Schokomafia gewarnt. Ich habe ihre Ängste nie ganz ernst genommen, aber wahrscheinlich werden sie letztendlich zu ihrem Herzinfarkt geführt haben. Das tut mir leid. Werden Sie mir trotzdem helfen? Aber natürlich. Schließlich ist das mein Job. Und ohne einen neuen Auftrag muss ich mein Büro wohl bald schließen. Hast du ein Foto von deinem Bruder? Natürlich. Hier. Aha. Und diese Kraniche, die faltet er den ganzen Tag. Ein richtiger Tick von ihm. Aha. Oh. Kaugummipapier. Zimtgeschmack. Das ist selten. Wo hast du deinen Bruder das letzte Mal gesehen? Bevor ich dir jetzt noch weitere Details sage, habe ich aber doch noch mal eine Frage. Was möchtest du denn wissen? Warum ist dein Büro voller Qualm? Du rauchst doch gar nicht. Ich mag keinen Tabak, aber hast du schon mal ein Detektivbüro gesehen, was nicht verraucht ist? Das ergibt natürlich Sinn. Also ich habe meinen Bruder das letzte Mal vor 3 Tagen bei mir im Club gesehen. Wie war das Kartenspiel? Blöde Vincent, ne? Ich hätte die Sache mit dem Geld. Ne? Aber hätte ich es denn so gern mal angezahlt? Was halt mit Harry? Ja, no, ich bin gar nicht so. Den werden die Scheißkerle wohl erwischt haben. Harry spielt normalerweise mein Karten mit uns, aber was ist los? Was? Die Post war da? Hi, sehr gut für dich. Aha. Schönen Grüßen von Vincent Alone. Wie bist du eigentlich rausgekommen? Wir sind wegen Hinterhaus. Ja, das war. Das war mal die Munition, ja. Ja, das war ein Scheiße. Oh, Vincent!
Mann, du hast schon voll viel gegessen. Du hast schon richtig viel gegessen. Wir haben jetzt noch beide. Ja, du kannst doch nicht alles aufessen. Immer kriegst du das alles. Und guck mal, ich muss schon. Ich hatte doch noch nicht mal einen. Ich krieg gar nichts mehr. Ein bisschen noch. Ja, komm, ein bisschen. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, neu holen? Hast du noch Geld? Ich muss nachgucken. Ich gucke auch noch, warte. Ich habe noch 250 Euro und du? Ich habe 150. Meinst du, das reicht? Das reicht nie im Leben. Ey, sie hat noch 50 Euro. Ja. Glaubst du, das reicht? Ja, das reicht. Dann ruf ihn an, los. Ja, nimm mal. Es klingelt. Was sagt er? Wer stört? Ja, moin. Ja, kannst du helfen? In 10 Minuten auf dem Parkplatz? Ja, doch, das schaffen wir. Gut, bis dann. Ich beeil mich ja schon. Beeil dich doch. Soll es denn heute sein? Frag doch nicht so blöd, du weißt ganz genau, was wir wollen. Hey, etwas mehr Freundlichkeit, Poppe. Ich habe auch andere Kunden. Tut mir leid, sie hat dich so gemein. Zeig her jetzt. Hey. Was soll's denn kosten? Okay, weil ihr es seid. 2,50. Hä? Oschola. Oschola, die Schokoladencreme ohne Schokolade. Oh, Entschuldigung, ich habe nur die Toilette gesucht. Die war am Eingang rechts. Das konnten Sie unmöglich übersehen. Da sind Sie wohl dran vorbeigekommen. Ja, danke schön. Schönen Tag schon am Vier. Ich gehe doch mal. Ja. Auf Wiedersehen. Mhm. Was war denn hier los? Ich weiß nicht, aber dieser merkwürdige Typ war definitiv nicht auf dem Weg zum Klo. Darauf verwette ich meinen Arsch. An der Toilette ist er gerade vorbeigelaufen, die hat er niemals übersehen können. Ich bin dafür, wir legen den einfach unbefreit weg. Jotta, da bei deinem letzten Alleingang hast du fast den Briefträger getötet. Das Päckchen hätte auch eine Bombe sein können. Ja, sicher. Jetzt sind alle Postboten Attentäter oder was? Dann spionieren wir ihn jetzt einfach hinterher, machen ein paar Fotos, vielleicht machen wir dann noch Punkte beim Boss. Ich habe schlechte Nachrichten für dich.
den hier habe ich in der Tanzschule gefunden. Das kann gut sein. Claudia hat die Dinger überall verteilt und bei mir im Club war er ja auch. Ja, das stimmt. Aber den hier habe ich im Moor gefunden. Mimi, ich habe beobachtet, wie Sie deinen Bruder vor dem Moor versenkt haben. Nein, nein, das kann nicht sein. Ich kann das nicht mehr. Ich werde jetzt meine Sachen packen, dann verschwinde ich hier für immer. Kannst du mir helfen? Natürlich helfe ich dir. Du musst in Sicherheit gebracht werden. Ich hole dich um 15 Uhr an der Tanzschule ab. Ne, jetzt gehen wir zu Familie Peters. Ne, die wohnen da oben, kommen wir mal mit. Ne? So, dann gehen wir mal hoch hier. Mal sehen, ob sie auch da sind. Ne? So. Jetzt hier, Peter steht da dran und so. Und jetzt klingel ich mal hier so. Hallo? Hallo, Katrin, mein Name ist Hans Hose vom FZB-TV. Gehen Sie mal durch hier. Hier haben wir den Kameramann. Ne? Sie haben uns angerufen, weil Sie den Verdacht haben, dass Ihr Mann Schokoholiker ist. Ist das richtig? Hallo, Herr Hose. Ja, das stimmt. Ein schlimmer Verdacht. Aber er verhält sich so eigenartig. Und ich muss jetzt einfach die Wahrheit erfahren. Schließlich planen wir doch eine gemeinsame Zukunft. Ja, das verstehe ich. Aber dafür sind wir ja da, um die Wahrheit auf den Grund zu gehen, meine Damen und Herren. Nicht? Also, dann gehen wir mal rein. Ja. Ah, Sie wohnen hier sehr, sehr schön, finde ich, ja. Ja, wann kommt denn Ihr Mann ungefähr? Bestimmt gleich, oder? In 15 Minuten müsste er eigentlich starten. Ja gut, dann müssten wir uns jetzt mal überlegen, wo wir uns verstecken könnten. Ah, ja, vielleicht auf dem Balkon. Gehen wir mal auf den Balkon, nicht? Wir verstecken uns, dann machen Sie schon mal die Tür zu und wir gehen dann mal nach draußen. Ja, sehr schlimm. Wohnen eigentlich sehr schön, wäre sehr schade, wenn sie sich hier trennen müssten. So, wir sind jetzt hier drauf, ja? Wir verstecken uns jetzt hier. So. Hallo, Darling, ich bin wieder zu Hause. Schön, Schatz, das Essen ist fertig. Kommst du gleich? Bin sofort da. Muss mir noch schnell die Hände waschen. So, jetzt wird's ernst. Wollen Sie es wirklich wissen? Wollen Sie wirklich wissen, was er jetzt wirklich in der Toilette macht? Ich muss es jetzt wissen. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt mal lieber in die Richtung. Und es bleibt spannend, meine Damen und Herren. Es bleibt spannend. Jetzt wird's ernst. Kappel! Nein! Es ist nicht so! Wonach es aussieht! Oh Mimi, das hättest du nicht machen sollen. Schade um deine Show. Aber gut, du kanntest die Bedingung meiner Zuwendung. Denn niemand hintergeht ein Vincent Cannelloni-Püppchen. Ich werde mir eine neue Gespielin suchen. Und dann ist für dich ausgesungen. Für immer. Aber warte mal. Die Kette kenne ich doch irgendwoher. Mein Sohn, 25 Jahre ist es her, dass deine Mutter dich mir wegnahm. Und jetzt hast du eine Affäre mit meiner Mimi? Vater, was soll ich tun?
Junge! Du schon wieder! Was störst du mich immer beim Essen? Papa, entschuldige. Aber ich glaube, ich habe Luke gefunden. Was? Luke? Meinen Enkelsohn? Den kleinen Knirps, den man mit meiner Waffe gespielt hat? Genau. Aber klein ist er nicht mehr. Er ist Privatschnüffler. Nein, welche Schande bringt aber die Familie? Mein Enkelsohn, der Enkelsohn des berühmten Silvio Cannelloni, ist ein Schnüffler? Wahrscheinlich arbeitet er sogar mit der Polizei zusammen. Genau, aber er weiß gar nicht, wer ich bin, also beruhig dich. Ich habe ihn nur auf Fotos gesehen. Na, dann lass ihn bitte zu dir bringen, Junge. Du brauchst sowieso noch einen geeigneten Nachfolger. Oder möchtest du, dass dein schwachsinniger Neffe das Familienunternehmen erbt? Du solltest mal deine Gespielin so lange behalten, bis sie dir einen Sohn geboren Vater, haben. Das hatten wir doch schon. Keine ist wie Rosemarie. Rosemarie, 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 wenn ich diesen Namen schon höre. Lukes Mutter hat dich völlig verweichlicht. Du warst schon so kurz davor, einen bürgerlichen Beruf auszuüben und deine Männer im Stich zu lassen. Die Franapeses hätten alles, alles übernommen. Ja, aber für Rosemarie hätte ich das alles aufgegeben. Und genau darum ist es gut, dass sie meine Drohung ernst genommen hat und mit dem Kleinen getürmt ist. Du hast sie vertrieben? Einer musste es ja machen. Du warst ja nicht in der Lage, die Bedrohung zu erkennen. Aber jetzt, Junge, nutze die Chance. Lerne ihn kennen. Vielleicht haben wir etwas Glück und es stecken auch ein paar verschlagene Gene von uns in ihm drin. Ja, natürlich werde ich ihn kennenlernen. Und ich werde ihn überzeugen, für mich zu arbeiten. Mimi scheint mir da ein geeignetes Druckmittel zu sein. Und danach werde ich sie umbringen. Mit meinen eigenen Händen. Denn keiner, und auch wirklich keiner, hintergeht einen Vincent Cannelloni. Na dann, viel Spaß dabei. Mir erlauben Sie hier oben so einen schönen Mord leider nicht mehr. Aber dafür ist die Pizza auch ganz gut. Also, okay. Ich muss wieder los. Ciao, Vater. Ciao. Ciao, Vater. Und jetzt hole ich mir das Püppchen. Wahnsinn, sind wir schon auf Sendung? Okay, hallo Claudia. Wir sind ja jetzt gerade im Südpark und hier spielt sich was Unglaubliches ab. Hallo, entschuldigen Sie. Mein Name ist Hans Rose. Wissen Sie, was hier vorgefallen ist? Ach, Entschuldigung, ich bin dafür wirklich nicht zuständig. Sprechen Sie mit meinem Kollegen. Alles klar, ja, Entschuldigung. Ja, okay, schönen guten Tag, mein Name ist Hans Rose. Ja, Tag. Ja, und ich möchte gerne von Ihnen wissen, was ist denn hier genau vorgefallen? Da ist eine Leiche. Interessant, eine Leiche. Was für Beweisstücke haben Sie denn schon gefunden? Auch. Ja, was genau haben Sie denn gefunden? Ein Messer. Ein Messer? Ja, was vermuten Sie denn da? Ist er vielleicht erstochen worden? Also wurde er irgendwie von hinten erstochen oder von vorne? Das hat er uns nicht gesagt. Interessant. Also Sie vermuten aber bestimmt eher nach hinten, oder? Ja. Gibt es denn eine Vermutung, wer als Täter in Frage kommen könnte? Gut. Also Claudia, leider wissen wir noch nicht, wer der Täter hier genau war. Alles Weitere erzähle ich dir dann im Studio. Und ja, viel Spaß noch im Studio zu arbeiten. Ich habe jetzt Feierabend, ne? Ciao. Wir machen jetzt eine Live-Schalte ins Büro der Bürgermeisterin Frau Muck-Steffens. Frau Muck-Steffens, wie bewerten Sie die derzeitige Situation? Ja, guten Morgen, Frau Kunze. Ich grüße Sie. Sie fragen nun nach dem 5-jährigen Schokoladenverbot und ich kann dazu nur sagen, Politik ist ohnehin kein Schokoladenschlecken und politische Entscheidungen sind auch oftmals sehr schwierig. Welche politischen Schritte halten Sie für erforderlich im Moment? Wir werden die Bürgerinnen und Bürger auf die Gefahren hinweisen, die von Schokolade ausgeht. Die Bürgerinnen und Bürger sehen nämlich immer nur die Schokoladenseiten des Lebens und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Wir möchten gerne, dass die Erinnerungen der Bürgerinnen und Bürger dahin schmelzen. Wohin denn so schnell? Lass mich durch, ich bin hier weg! Ach, ohne mir Bescheid zu sagen. Möhren, sag ich nicht Bescheid. Du meinst, du kennst die ganze Geschichte? Dein Bruder habe ich angeboten, für mich zu arbeiten. Deswegen musst du ihn noch nicht gleich umbringen. Er hat abgelehnt. Er ist nun mal süchtig nach Schokolade und das wolltest du doch auch. Siehst du mal, was du aus den Menschen machst. Ich gebe dir nur das, was die haben wollen. Das ist das Gesetz des Marktes. Und jetzt gibst du mir den ich haben will. Nämlich diesen Privatschnüffler. Niemals.
Er weiß alles und er hat alle Fotos und er wird dich der Polizei ausliefern. Nicht so schnell. Jetzt habe ich erstmal dich und du führst mich zu ihm. Los! Zu spät. Das kann er nicht überlebt haben. Entschuldigung, können Sie mich zufällig mitnehmen? Ja. Das ist aber nett. Wohin gehst du denn? Zum Ufer. Und? Schnell. Jetzt bin ich der einzige Nachfolger. Komm schnell mit, bevor die Fremde auf Basis kommt. Wer ist da am Boden? Na! Los, steh auf! Lass Mimi gehen! Mein Baby gehört zu mir! Luke, mein Sohn, jetzt wird alles gut! Was redest du denn da? Ich bin nicht dein Sohn! Luke, ich bin dein Vater! Ja, nein! So was Dummes habe ich ja noch nie gehört! Aber ich bin es wirklich! Toll! Tolle Ansprache! Aber es war deine letzte, Vincent! Du musst wissen, wer meiner Familie etwas antut! Er muss selbst dran glauben. Nein! Ah, ba, 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 ba. Du hast bestimmt nichts mehr zu sagen. Grüß deinen Vater von mir. Vincent! Du musst mir das erklären. Luke. Deine Mutter hat dich mir weggenommen, vor 25 Jahren. Damit ich kein schlechter Einfluss auf dich bin. Und weil mein Vater ihr auch gedroht hat. Deine Kette. Genau. Die hast du von mir. Daran habe ich dich erkannt. Du bist wirklich mein Vater? Ja. Ich habe dich gesucht. Und jetzt gefunden. Jetzt kann ich sterben. Nein! Stirb nicht! Ich habe noch so viele Fragen. Alles ist gut, mein Junge. Du bist besser dran ohne mich. Nun nimm diesen Ring. Er wird dir den Weg weisen. Nein! Vater! Geh nicht! Vater! Schon gut. Ich geh schon. Thank you.
Im letzten Jahr war kurz nach den Morden an den bedeutenden Mafiabossen von der Politik eine Verbesserung der Situation erhofft. Doch das Syndikat konnte sich neu organisieren und ein neuer, noch unbekannter Anführer hält jetzt die Fäden in der Hand. Hier ist eine Karte für dich angekommen. Oh, von wem denn? Urlaubsgrüße von Maserati Mike. So mag ich meinen Kaffee am liebsten, wenn du ganz nah bei mir bist. Du Spinner. Trotzdem, das hätte ich mir vor einem Jahr noch nicht erträumen lassen. Eine schöne Frau, ein großes Büro, nie wieder Geld sorgen. Schade, dass meine Mutter das nicht mehr miterleben kann. Ich konnte ihn leider nicht kennenlernen, aber sie hat sich bestimmt gefreut über ihren Enkelsohn. Natürlich hätte sie das. Könntest du dir Vincent als Opa vorstellen? Der hätte dem Kleinen bestimmt Schokolade gegeben und mit Waffen spielen lassen. Wer weiß, vielleicht hätte der Kleine sein Herz doch noch erweicht und er wäre auf die alten Tage doch noch nett geworden. Dass du nach der Zeit mit ihm überhaupt noch was Nettes für ihn übrig hast. Er war nicht nur schlecht, er war dein Vater und wäre der Großvater von dem Kleinen gewesen. Ach so, das sind die Hormone. Aber ist das nicht paradox? Da wollte ich mein ganzes Leben lang meinen Vater kennenlernen. Und dann stirbt er in meinen Armen, bevor ich ihm überhaupt geglaubt habe, dass er es wirklich ist. Sei nicht traurig. Er hätte keinen Moment gezögert, auf dich zu schießen, wenn es ihm irgendwie genützt hätte. Wahrscheinlich hast du recht. Herein. Herr Inspektor, was kann ich für Sie tun? Danke, dass Sie sich noch einmal Zeit für mich genommen haben. Das ist doch selbstverständlich. Schließlich gehört das zur Bürgerpflicht, die Polizei zu unterstützen. Ach, wenn das doch nur alle so sehen würden. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Der Mörder Ihres Vaters ist nicht gefunden worden. Und alle Angehörigen der sogenannten Schokomafia sind verschwunden. Alle Spuren führen ins Leere. Wir mussten den Fall zu den Akten legen. Da kann man nichts machen. Aber mein Vater wird nicht umsonst gestorben sein. Ich werde die Tanzschule in seinem Sinne weiterführen. Ich weiß nicht, ob ich das so ohne Rachegefühle hinnehmen könnte. Aber naja, dann will ich Sie auch nicht länger aufhalten. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück und Erfolg mit Ihrem Geschäft. Und vielleicht überrede ich ja mal meine Frau dazu, einen Tanzkurs bei Ihnen zu buchen. Das würde mich sehr freuen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Luigi. Die Leute von der Produktion lassen anfragen, wann sie Zeit hätten, die neue Ware zu prüfen. Jetzt wäre ein guter Augenblick. Opa! Danke, Vater. Aber du wirst Uropa. Das hört sich aber ganz schön alt an, Junge. Schon, aber mach dir nichts draus. Hier oben wirst du nicht mehr alt. Das stimmt. Das ist eigentlich noch das Beste am Todsein. Das stimmt. Nur was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass meine Freundin die Mutter meines Enkelkinds ist. Ach, Junge. Seien wir doch mal ehrlich, hättest du sie nicht erpresst und bedroht, dann wäre sie nie mit dir zusammen gewesen. Aber das hast du doch genauso gemacht mit deinen Frauen. Jetzt bin ich auf einmal schuld? Warum hast du eigentlich Isabella keine Chance gegeben? Wieso Isabella? Junge, bist du eigentlich blind und taub, weil sie sich dir förmlich an den Hals geworfen hat? Nee, das habe ich nie mitbekommen. Junge, ich glaube, wir essen mal eine Pizza zusammen. Wieso Pizza? Weil uns Isabella die Pizza bringen wird. Sie hat sich um zu einer hervorragenden Pizzabäckerin entwickelt. Isabella, die Pizza bitte! Ich komme schon! Huch. Ich wusste, wir bekommen noch eine Chance, lieber Vincent. Wofür denn? Oh, für ganz viele innige, heiße Pizzastunden. Pizza? Was denn? Hawaii? Salami? Wie im Leben, so im Tod, er hat nichts begriffen, aber auch wirklich gar nichts, was Frauen angeht.
Ja. Ja? Ja, kommt erstmal schön mit. Ich geh da mal, ihr beiden. Viel Spaß. Ciao, ciao. Komm erstmal mit, mein Schatz. Dann zeig ich dir noch ganz andere Pizzasorten. Komm, 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 komm. Komm. Schokolade, ich will nicht ohne dich sein. Schokolade, du machst es mir schwer. Schokolade, nichts anderes kann so gut sein. Schokolade, ich will immer mehr. Du schmilzt im Mund und ich fühl mich gut. Kann nicht mehr ohne, du bist in meinem Blut. Schokolade, ich will nicht ohne dich sein. Schokolade, du machst es mir schwer. Schokolade, nichts anderes kann so gut sein. Schokolade, ich will immer mehr. Du schmilzt im Mund und ich fühl mich gut. Kann nicht mehr ohne, du bist in meinem Blut. Schokolade, ich will nicht ohne dich sein. Schokolade.